Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum Neujahrsempfang der Hans-Böckler-Stiftung. Ich bin Melinda Crane, politische Chefkorrespondentin bei der Deutschen Welle, und ich freue mich sehr, Sie heute Abend als Moderatorin zu begleiten. Der Titel der heutigen Veranstaltung lautet 26. Mai 2019, Last Exit Europe. Und das klingt etwas alarmierend, ich gebe es zu, aber Fakt ist, die bevorstehende Europawahl ist in der Tat ein Schicksalswahl für die EU. Denn daran wird sich zeigen, inwieweit die Wähler den Volksparteien und dem politischen System insgesamt überhaupt vertrauen. Wenn, so wie beim Brexit-Referendum, die europaskeptischen Parteien diejenigen mobilisieren, die das Gefühl haben, von den etablierten Politikern vergessen worden zu sein, könnten diese Parteien, die europaskeptischen Parteien, auf jeden Fall eine ausreichende Minderheit für sich sichern, dass die eine Art Vetomacht über die weitere Entwicklung von der EU damit bekommen. Dies wäre auch eine Vetomacht über den Erhalt und Ausbau von Social Europe. Eine Vetomacht über Maßnahmen wie Workers' Voice. Und darin liegt eine Ironie, denn im Gegensatz zum Populismus fördert Workers' Voice eine genuine, eine echte Beteiligung, eine echte Mitsprache, die laut Studien politisch und ökonomisch stabilisierend wirkt. Wir werden uns deswegen nachher der Frage widmen, wie eine Stärkung der Mitbestimmung und der Partizipation zum Abbau der Ursachen des Misstrauens beitragen kann. Zum Beispiel durch die Reduzierung der sozioökonomischen Ungleichheit und durch die Bewältigung der Digitalisierung. Deutschland wird in der zweiten Hälfte von 2020 den EU-Ratsvorsitz übernehmen. Welche Initiativen sollten priorisiert werden, um die europäische Sozial- und Wirtschaftspolitik voranzutreiben und die Arbeits- und Lebensbedingungen der europäischen Bürger zu verbessern? Wie können die Finanzmärkte weiter reguliert werden, um ihre zerstörerische Kraft für den Zusammenhalt der Gesellschaft zu bändigen? Das sind einige der Fragen, die wir heute Abend erörtern wollen. Und wir beginnen nun mit einem Grußwort unseres Gastgebers. Ich freue mich sehr, die Bühne an den Geschäftsführer der Hans-Böckler-Stiftung, Michael Guggemos, zu übergeben. Lieber Michael, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Bundesministerin Barley, liebe Katharina, lieber Rainer Hoffmann. Und jetzt muss ich natürlich was machen, dass ich nicht alle persönlich begrüßen kann, aber trotzdem gerne drei Einzelbegrüßungen machen, nämlich die Vorsitzende des Kuratoriums der Hans-Böckler-Stiftung, Elke Hanak, ganz herzlich willkommen. Die Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Hans-Böckler-Stiftung, Professor Dr. Jutta Almendinger. Und den Vorsitzenden der Industriegewerkschaft IGBCE Bergbau, Chemie, Energie, Michael Vassiliadis, der ja in den letzten Wochen und Monaten in einer Kommission saß, in der, glaube ich, richtungsweisend versucht wurde, mit politischen Konflikten, die in Deutschland vorhanden sind, umzugehen. Und wenn es gelingt, den Kompromiss, den ihr vorschlagt, tatsächlich in politische und gesellschaftliche Realität umsetzen, wäre er nach meiner Auffassung richtungsweisend, wie in Deutschland Politik gemacht werden könnte, selbst bei größten Verwerfungen und größten Auseinandersetzungen. Dafür herzlichen Dank. Ich freue mich natürlich, dass hier Vertreterinnen und Vertreter von Ministerien, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre,
Mitglieder des Deutschen Bundestages, Mitglieder von Vorständen der Einzelgewerkschaften hier sind, bitte entschuldigt, dass ich nicht alle einzeln begrüßen kann. Es freut mich auf jeden Fall, dass Sie alle, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier seid. Ich freue mich über Ihr Kommen. Ich bin mir ja nicht ganz sicher, ob man, nachdem schon 7/52 dieses Jahres vergangen sind, noch über Neujahrsgrüße reden sollte. Deswegen versuche ich es mal so. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch allen Gesundheit und Wohlergehen an allen Tagen bis zum nächsten Neujahrsempfang der Hans-Böckler-Stiftung. Ich hoffe, dass wir uns dann wiedersehen und dass wir dann uns in einer politischen Landschaft in Deutschland befinden, die nicht die großen Befürchtungen, die angesprochen wurden, realisiert haben. Wenn wir am Abend des 26. Mai diesen Jahres zum 9. Mal die Abgeordneten des Europäischen Parlaments direkt gewählt haben, ob mit oder ohne Briten, werden wir sehen, und die Ergebnisse dann ab 18 Uhr auf dem Bildschirm als Balken- und Tortendiagramme abgebildet werden, dann hoffe ich, dass wir nicht alle vor politischem Entsetzen uns die Augen reiben und fragen, wie konnte das geschehen und vor allem, was wird denn nun geschehen in Europa? Keine andere europäische Institution Europas verkörpert den politischen Willen der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union besser als das Europäische Parlament. Dieses Parlament ist die einzig direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählte Institution Europas. Doch schon heute sitzen über 20% Gegnerinnen und Gegner der europäischen Einigung in diesem Parlament. Und in Deutschland kandidiert eine Partei, deren Politik auf den Austritt Deutschlands aus der europäischen Einigung beziehungsweise, wie Sie es formeln, eine geordnete Auflösung der Europäischen Union zielt. Sie bezeichnen das durch Direktwahl der Bürgerinnen und Bürger gewählte Parlament als undemokratisch. Ein interessantes Verständnis. Sie wollen jede Rechtsetzungskompetenz auf europäischer Ebene beenden und den Europäischen Gerichtshof zum Schiedsgericht zwischen den Staaten degradieren. Es ist, glaube ich, unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es nicht so weit kommt, dass diese Partei, dass diese Kräfte, dass diese Vorstellungen größeren Rückhalt in der Bevölkerung gewinnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Vereinigung Europas ist eine Frage des Überlebens zwischen den Giganten und in der zerklüfteten Welt der jungen und alten Nationalismen. Nur in einem Europa, das seine Persönlichkeit gefunden hat, sind unsere nationalen Identitäten zu sichern. Der Nationalstaat klassischer Prägung ist eine Lebensform von gestern. So Willy Brandt am 13. November 1973 bei der ersten Rede eines deutschen Bundeskanzlers vor dem damals noch nicht direkt gewählten Europäischen Parlament. Die Frage ist nun, was macht eigentlich diese Persönlichkeit Europas aus, von der Willy Brandt sprach, gegen das heute so viele Widerstände, ja teilweise fundamentale Gegnerschaft organisiert wird? Die Antwort Brandts lautete damals: Es ist entscheidend, dass die Gemeinschaft über die wirtschaftliche Kooperation und die politische Organisation hinaus zum sozial besonders fortschrittlichen Raum unserer Zivilisation zusammenwächst. Die europäische Integration muss unmittelbar den Menschen dienen. Dazu sei es erforderlich, die strukturellen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten und besonders zwischen einzelnen Regionen geduldig auszugleichen. Sicherlich die Europäische Union oder damals die Europäische Gemeinschaft war 1973 ein viel kleinerer Verbund. Heute haben wir 27, 28 Mitgliedstaaten. Aber Brandt macht deutlich in dieser Rede, was ich glaube, was bis heute gilt. Wir haben uns in Europa zu lange damit abgefunden,
dass Sozial- und Gesellschaftspolitik zu einem Anhängsel der Wettbewerbspolitik gemacht wurde. Ich würde diese Aussage Willy Brandts von 1973 heute weiter unterstreichen und als das zentrale Problem der Europäischen Union und der Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger für diese Union bezeichnen. Deshalb gilt, wie Brandt es sagte, sozialer Fortschritt verlangt gleichen Rang wie das ökonomische Wachstum, weil Produktion und Konsum nicht Selbstzweck seien, sondern unmittelbar der Wohlfahrt unserer europäischen Bürgerinnen und dienen müssten. Und wenn wir die Politik der letzten Jahre, der letzten 20 Jahre oft anschauen, ist, glaube ich, der Maßstab der Wohlfahrt der Bürgerinnen und Bürger nicht immer das oberste Maß für die Politik in der Europäischen Union gewesen. Es ist deshalb für mich kein Wunder, dass die Begeisterung für das europäische Projekt immer geringer wird und die nationalistischen Gegner stärker werden. In den nächsten Wochen gilt es, viel zu diskutieren und zu werben für die Idee, Europa zum sozial besonders fortschrittlichen Raum unserer Zivilisation zu formen. Wir in der Hans-Böckler-Stiftung, wir stehen zu dieser Idee, aber nicht zur Fortsetzung der alten neoliberalen Politik der Kommission in Rat und Generaldirektion, wie es dort immer wieder vorhanden ist. Oder wie es Willy Brandt an anderer Stelle mal gesagt hat, wir brauchen kein Europa der Geschäfte, sondern ein Europa der Bürgerinnen und Bürger. Dafür zu werben in den nächsten Wochen muss unser Anliegen sein, um eben am 26. Abend nicht die Augen zu reiben, sondern uns zu freuen über weitere europäische Entwicklungen. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, viele spannende Gespräche und dann nachher gibt es was zu trinken und zu essen. Das muss auch sein.